Hast du einen neuen Ständer? Kann ich Dialekt reden? Ja. Okay. Du kannst doch reden, wie du willst. Okay. Habe ich eigentlich irgendwas zwischen den Händen? Nein. Doch. Hallo, ich bin die Conny. Hallo, ich bin die Bettina. Und wir sitzen in der Kraftschmiede und haben heute entschieden, ein Video für euch aufzunehmen. Ich habe... Das war der Müsli-Riegel. Du weißt auch nicht, worum es geht? Nein. Ich habe dich nicht gebrieft? Nein. Wir haben uns einfach vor die Kamera gesetzt. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Ja, genau, jetzt weiß ich es wieder. Es geht darum, dass viele Menschen gar nicht so recht wissen, was wir in der Kraftschmiede tun oder überrascht sind, wenn sie bei uns trainieren und wenn sie mitkriegen, was wir tatsächlich tun. Die Teilnehmer, die zu uns kommen, die erwarten sich einfach ein klassisches Fitnessstudio, was wir zum einen schon mal definitiv nicht sind. Wir sind ein reines Kursfitnessstudio. Ich bin kein Fitnessstudio und du bist kein Fitnessstudio. Genau. Es muss aus dem Herzen kommen. Und deshalb haben wir uns jetzt einfach ganz spontan vor die Kamera gesetzt und gesagt, jetzt machen wir mal und wir schauen einfach, was dabei rauskommt, oder? So klingt Bettinas Oberschenkel. Scheiße. Jetzt nehmen wir ein Video auf. Bäm. Ich habe ehrlich gesagt jetzt nicht so richtig aufgepasst, was du gesagt hast. Ach, Conny. Es gehört so viel mehr dazu, als wie nur Training oder nur Ernährung. Der liebe Verstand ist der, der uns das Ganze erschwert, wenn wir es zulassen. Das Ego, was dann anfängt zu quaken, was dann vielleicht erzählt, ich bin es nicht wert oder ich bin nicht muskulös genug, ich bin nicht schlank genug, ich bin nicht konsequent genug, ich kann das nicht, das geht doch nicht, was werden die Leute denken? Also wir sind ganz aufgeregt, weil wir das erste Mal in der Kraftschmiede ein Seminar zum Thema Persönlichkeit und Transformation anbieten. Dieser ständige innere Dialog mit sich selber. Was kann ich noch tun oder was muss ich noch verbessern? Woran muss ich noch dran? Kopfkino, Kopfkino, Kopfkino ohne Ende. Und man dann im Training steht, um gegen sich selber anzukämpfen und nicht mehr für sich trainiert, sondern nur noch gegen sich trainiert. Aus diesem Grund haben wir dieses Seminar konzipiert. Doch, du kannst. Das Kopfkino hat jetzt Pause. Um sich unseren Ängsten zu stellen, einfach zu lernen, mit diesen Ängsten umzugehen, beziehungsweise sie so zu transformieren, dass sie keine Ängste mehr sind. Ich glaube, ich bin ausgestiegen. Und einmal das rauszufinden, warum habe ich denn die Angst überhaupt? Es ist nicht so, als würden wir uns hier herstellen und behaupten, ja, ich habe die Lösung und ich habe alle Antworten. Durch viele Erfahrungen, Erlebnisse, Beobachtungen des Lebens haben wir herausgefunden, wo die Antworten zu finden sind. Und nicht ständig das Gefühl haben zu müssen, jedem gefallen zu wollen. Ich will dir gefallen. Wir müssen einen Scheiß. Also hier in dem Studio findet bei den Menschen Transformation und Fitnesstraining statt. Der Körper, die Bewegung ist quasi so schon die Eintrittstür und sehr, sehr wichtig, speziell für die Frauen da draußen, dass sie wieder lernen, sich zu spüren in ihrem Körper. Selbst wenn das dann erstmal über eine Langhantel ist, die du in die Hand nimmst und wieder so den Kontakt herzustellen, so was kann denn mein Körper eigentlich alles machen und wie cool ist mein Körper eigentlich und nicht wie schlecht ist mein Körper, was leider oft der Grund ist, warum sie überhaupt zu uns ins Training kommen. Ja. Und dann herauszufinden, hey cool, mein Körper ist eigentlich cool. Also diese Fleischhülle, in der ich drinnen stecke, ist mein Transportmittel. Die habe ich nur einmal in diesem Leben und es wäre cool, sie zu pflegen. Dann geht es noch weiter mit der Ernährung, da passiert auch schon sehr viel, aber dann hier oben. Viele aus Hass zu ihrem Körper anfangen zu trainieren, weil sie glauben, ihr Körper wäre vermeintlich schlecht. Deswegen anfangen zu trainieren oder deshalb die Ernährung ändern. Ich glaube, das erste Mal bin ich in ein Fitnessstudio gegangen mit Anfang 20, also vor einem Jahr. Ich wollte unbedingt meinen Körper verändern und ich war super unglücklich. Ich glaube, das erste Mal, wo ich mich wirklich hässlich fand, als junges Mädchen, da war ich 14,
habe in den Spiegel geschaut und fand mich richtig hässlich. Ja. War richtig unglücklich. Dieses klassische, ich stopfe mich voll und dann esse ich 3 Tage nichts und ich stopfe mich voll und ich esse 3 Tage nichts. Bis ich mal angefangen habe, Fitnesstraining zu machen. Das war halt ein Prozess, ja. Das ist wirklich so, das geht in kleinen Schritten dann. Und ich bin Fitnesstrainerin geworden, weil ich in erster Linie mir selber helfen wollte. Ich wollte nicht warten, dass mir einer erklärt, wie es geht, sondern ich wollte es alles gleich selber wissen. Und dann bin ich irgendwie Fitnesstrainerin geblieben und es hat dann echt noch ein paar Jahre gedauert, bis sich der Körper so verändert hat. Ich kann gar nicht mehr glauben, wie das sein kann, dass ich mich so nicht mochte. Ab dem Moment, wo man anfängt, das radikal zu akzeptieren, so wie es ist. Und das Interessante ist, ab da changed sich das dann. Ja, ab da absolut. Verlassen einen dann auch wirklich die überschüssigen Funde, wie von allein. Und diesen Prozess für viele Frauen, ich spreche wieder mal zu den Frauen, merke ich gerade. Sister? Sisters da draußen. Jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich Ihnen eigentlich sagen? Durch dieses radikale Akzeptieren verändert sich dann auch das Essverhalten, weil das Essverhalten nicht mehr gesteuert ist vom Ego, von irgendeinem Selbstzerstörungs-Sabotage-Belohnungssystem, sondern es ist irgendwie so viel natürlicher. Diese radikale Veränderung bei dir jetzt, dass du so geworden bist, wie du jetzt bist, einfach auch vom Optischen her, das ist ja jetzt doch schon ein bisschen länger her. Ja, eigentlich sind es nur die Haare. Ich habe nur die Haare abgeschnitten. Zu dem Zeitpunkt, wo man aufhört mit dieser Hirnfickerei, mit diesem ständigen Kopfkino, sich nicht ständig darüber den Kopf zu zerbrechen, was sich irgendjemand denkt oder was ich jetzt gerade falsch mache, sobald man mit dem Scheiß aufhört, flutscht's. Ich kann es nicht anders sagen, es flutscht. Es flutscht. Ich mag es, wenn es flutscht. Einfach zum Seminar kommen und wir werden es nicht dahinstellen und sagen, ich habe alle Antworten. Ich wurde von einem Lichtstrahl aus dem Universum getroffen und habe die Antworten auf alle Fragen. Sondern wir werden gemeinsam erarbeiten und schauen, wo sind die Lösungen. Im Universum bzw. in dir sind die Antworten und wir helfen dir dabei, wie du dorthin kommst. Das ist ein Prozess für uns und für euch. Ein Gruppenprozess. Für uns alle. Ein Gruppenprozess. Yeah. Transformations-Gangbang. Einfach weil wir in dem Bereich schon sehr, sehr viel gemacht haben, nicht nur an uns selber, sondern auch in vielen Coachings mit Menschen und diese Werkzeuge weitergeben möchten, um uns gegenseitig diesen Raum zu bieten, einen Raum voller Möglichkeiten. Genau. Abschließend setzt die Bettina jetzt ihre Brille auf, weil es wichtig ist. Und abschließend möchten wir dir sagen, doch, du kannst. Die Kraftschmiede lässt grüßen.